heute wieder einmal nach einem Jahr unter euch sein zu dürfen. Die meisten sind mir ja bekannt, obwohl ich einige neue Gesichter sehen kann. Selbst wenn jemand hier wäre, der noch nicht der Gemeinde angehört, so dürfen wir uns doch Brüder und Schwestern in Christo nennen, besonders im Hinblick auf die Tatsache, dass wir ja alle durch Noah und Adam verwandt sind. Die Anwesenheit auch solcher, die vielleicht noch nicht Gemeindeglieder sind, ist ein Beweis dafür, dass sie auch ein Verlangen haben, einmal dort zu sein, wo Christus all seine Erlösten bald einholen wird. Lasst uns das Lukas-Evangelium aufschlagen und dort gemeinsam eine Botschaft des Himmels lesen. Lukas 2 von Vers 7. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallen. Diese Worte sind uns sicherlich allen mehr oder weniger gut und sogar sehr gut bekannt. Sie erinnern uns an das gewaltige Ereignis, das vor reichlich 1900 Jahren geschah. Jesus Christus, der Sohn Gottes von Ewigkeit her, wie der Prophet Micha es schon geweissagt hatte, war Mensch geworden und als Menschensohn geboren worden. Es war erforderlich, dass ein Engel vom Himmel kam, um die Menschen auf dieses Ereignis aufmerksam zu machen. Er konnte nicht zu den berufenen, staatlich anerkannten Vertretern religiöser Lehren gehen, weil die in ihrem Stolz und in ihrer Überheblichkeit, in ihrem Verlassen auf äußerliche religiöse Formen nicht vorbereitet waren, diese himmlische Freudenbotschaft zu empfangen. So besuchte der Engel die Hirten auf dem Felde. Wir wissen ja alle, die hier anwesend sind wenigstens, dass der 25. Dezember nichts mit der Geburt Jesu zu tun hat, sondern dass das wieder einmal eine religiös-kirchliche Einrichtung ist, die biblischer Lehre nicht entspricht. Die Tatsache, dass der Engel die Hirten auf dem Felde bei Bethlehem besuchte, ist ein Beweis dafür, dass Christus nicht im Dezember geboren wurde. Wir müssen uns freimachen von irgendwelchen Gefühlseinstellungen, von überkommenen Überlieferungen. Es gibt zum Beispiel Leute, die sagen: Ja, zu Weihnachten muss es Schnee geben, sonst ist es gar kein richtiges Weihnachten. Ja, und die lieben Leute vergessen: Die erste geweihte Nacht war ohne Schnee. Die Schafe wären alle umgekommen, wenn auf den Bergen Judäas bei Bethlehem Schnee gelegen hätte. Es gibt auch in Palästina, in Jerusalem, einmal im Jahre Schnee, aber nicht im Dezember.
Das Ende Januar, Anfang Februar. Für ein, zwei, drei Tage liegt dann Schnee. Da kann es vorkommen, dass in einer Nacht in wenigen Stunden ein Meter Schnee liegt. Und die Fotografen eilen dann Jerusalem und Bethlehem zu den biblischen Städten, Bilder aufzunehmen, die sie dann bei hellem Sonnenschein und blauem Himmel im Frühjahr und Sommer und Herbst an die staunenden Touristen mit gutem Preis verkaufen können. Also Jesus ist seiner Zeit geboren, ehe es in den Bergen Judäas Schnee gibt, ehe es anfängt zu regnen. Da gibt es manchmal Leute, die eine Touristenfahrt nach Palästina gemacht haben im Dezember und sagen, ja, ich war zu Weihnachten in Bethlehem und Jerusalem, es war so mild, da hätten doch die Hirten auf dem Felde sein können. Ja, wenn es nicht vor diesen milden Tagen schon wochenlang kalten Regen geben würde, und das wissen die Hirten. Sie gehen Ende September, Anfang Oktober mit ihren Herden von Judäa, von Bethlehem, von den Bergen hinab ins Jordantal, ungefähr 1200 Meter tiefer. Das Jordantal liegt ja 400 Meter unter dem Meeresspiegel und da gibt es keinen Regen, warm. Das vertragen die Herden. Es gibt dort in Judäa keine Stelle, wie wir sie kennen. Die Herden würden eingehen, wenn ein Regen sie trifft, also vor der Regenzeit, die etwa Anfang Oktober einsetzt, ist Christus geboren worden. Warum ging nun der Engel zu den Hirten? Diese Männer, die da nachts mit ihren Herden auf dem Felde waren, man zeigt heute noch ganz in der Nähe Bethlehems das sogenannte Hirtenfeld, was wahrscheinlich auch der Platz war, wo die Hirten mit ihren Herden waren. Es war ja nicht weit von Bethlehem. Denn nachdem der Engel ihnen diese wunderbare Botschaft verkündigt hatte, dass ihnen der Heiland Christus, der Herr in der Stadt Davids in Bethlehem geboren war, dann machten sich die Hirten auf, um das festzustellen, was ihnen der Botschaft des Engels gesagt worden war. Die Hirten waren einfache Menschen. Sie waren empfänglich für die göttliche Botschaft. Und deshalb kam der Engel zu ihnen. Es sagt, die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Diese Männer, die in einsamer Nacht gewohnt waren, draußen im Freien zu schlafen, die keine Furcht kannten, die fürchteten sich doch, als ihnen dieses himmlische Licht mit diesem Engel entgegentrat. Es wurde ihnen auch ein Zeichen gegeben, das Kindlein in der Krippe liegen. Es war kein Raum in der Herberge. Josef und Maria konnten keinen Raum finden. Es war kein Platz da für die Geburt des Heilandes. Und wie ist es heute? Haben die Menschen, die heute Weihnachten feiern, die Mehrzahl Raum für Jesum? Und in den Völkern gibt es keinen Platz für Jesum. Die Menschen haben keine Zeit für Christus, für die Evangeliumsbotschaft. Sie sind so beschäftigt mit ihren Dingen, sodass auch heute viele Menschen gar nicht empfangsbereit sind für die Wunderbotschaft des Himmels. Aber nicht nur ein Engel war erschienen. Es sagt dann weiter, alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Ein gewaltiges Loben und Preisen himmlischer Heerscharen, die sich freuten, dass in der Dunkelheit, die nach der Weissagung des Propheten die Völker bedeckt, damals und heute, Jesus geboren wurde und sie lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Viele Menschen haben schon gesagt, das stimmt ja nicht. Wo ist denn seit der Geburt Jesu Friede auf Erden? Und doch ist es eine ungenaue Übersetzung des griechischen Grundtextes.
Es sagt nämlich nicht Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, sondern der griechische Text sagt en anthropois, in den Menschen das Wohlgefallen. So war es damals, die Hirten empfingen die himmlische Botschaft und glaubten sie, und so ist es heute. Nur die Menschen des Wohlgefallens haben den Frieden Gottes in ihren Herzen. Es sagt dann in den weiteren Versen, da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Sie wussten, es war eine Offenbarung göttlicher Liebe und göttlichen Geheimnisses. Sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Wir können uns das vorstellen. Männer, die doch nicht lesen, schreiben konnten, Männer, die mit ihren Herden auf dem Felde waren, die verkündigten den Bewohnern Bethlehems ein Engel, und dann die Menge der himmlischen Heerscharen war zu ihnen gekommen und hatten ihnen verkündigt, dass in der Stadt Davids in Bethlehem Jesus Christus, der Heiland der Welt, geboren sei. Aber nicht nur diese eine Gruppe wird uns in den Evangeliumsberichten erwähnt, denen die Botschaft des Himmels zuteil wurde. Wir lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, von einer anderen Gruppe Menschen. Es sagt dort, Vers 1 und 2, da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland gen Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Herodes, der König, dachte nicht daran, ihn anzubeten, den Erlöser der Welt, aber der Herr hatte Menschen, die aus dem Morgenland, aus dem fernen Osten gekommen waren. Sie gehörten zu der Gruppe der sogenannten Magier. Es gab da Menschen, die zu ihrem persönlichen Vorteil irgendwelche Kenntnisse, die sie hatten, ausnutzten, um andere zu beherrschen. Aber es gab unter ihnen auch gute Menschen. Und zu denen gehörten die Weisen aus dem Morgenlande. Man spricht oftmals von drei Weisen, aber davon sagt die Bibel wieder nichts. Also wir müssen uns daran halten, dass wir ziemlich genau sind in unserem Reden. Wir können auch nicht gut das Lied singen, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Das entspricht auch nicht der Bibel. Und jedes Jahr wird es gesungen, die Leute sind überzeugt, dass das stimmt. Christus ist einmal als Kind geboren, er kommt nicht jedes Jahr wieder. Oder manche, oder viele Leute, die sprechen vom 24. Dezember als dem Heiligabend. Das stimmt auch wieder nicht. Das ist kein heiliger Abend, der 24. Dezember. Ist ein Abend wie alle anderen. Jede Woche gibt es einen Heiligabend. Das ist der Sabbatabend am Freitagabend und sonst keinen anderen. Manche sagen dann, ach, das ist doch nicht so schlimm, das nennt man eben so. Und doch ist das von Bedeutung. Wir verlieren unsere Glaubhaftigkeit, wenn wir einmal von den Leuten erwarten, dass sie unser Zeugnis vom Evangelium annehmen, und wenn wir etwas Falsches mitsagen, dass sie das auch für richtig halten. Also wir müssen schon unterscheiden. Lasst uns deshalb niemals singen, alle Jahre wieder kommt das Christuskind, und lasst uns auch nicht vom Heiligabend sprechen, wenn es eben nach biblischer Zeitrechnung und nach göttlicher Belehrung kein Heiligabend ist. Nun, diese Weisen kamen aus dem Morgenlande. Was hatte sie veranlasst, da zu kommen? Es mag die Weissagung Biljams gewesen sein, der da sagte, dass da ein Stern aufgehen wird aus Jakob.
Und dann hatten sie einen Stern gesehen. Bibelausleger stimmen darin überein, dass es kein Stern gewesen ist, als astronomische Erscheinung, sondern eine Gruppe Engel, die einem Stern glichen. Und wenn sie wanderten, sahen sie diesen Stern. Sie folgten ihm. Und sie kannten die Weissagung. Sie hatten nicht nur ihre eigenen Schriften studiert, sondern hatten begonnen, die Schriften der Hebräer zu studieren. Und da war ja geweissagt worden von diesem Stern, der in Israel aufgehen sollte. Da war geweissagt worden von einem kommenden Erlöser. Ja, was wir heute auch in der Betrachtung studiert haben, Galater 4, 4. Da aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und sie haben das studiert. Sie sahen den Stern, sie sahen die Gruppe der Engel und waren überzeugt, jetzt ist die Zeit gekommen, dass der König Israels geboren wird. Und darum fragten sie in Jerusalem, wo ist der neugeborene König der Juden? Wenn man das bedenkt, die Bewohner der Stadt Jerusalem, die wussten nichts davon. Und von weit her kamen diese Weisen aus dem Morgenlande. Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande und sind gekommen, ihn anzubeten. Nun, der König erschrak. Wie ist heute? Es gibt Menschen, die erschrecken, wenn sie vom Evangelium hören. Es gibt Menschen, die haben Angst, wenn sie an den Tag der Wiederkunft Christi denken. Warum? Sie sind nicht vorbereitet. Nur wer ein Sohn und Tochter Gottes ist, ein Nachfolger Jesu, freut sich und bereitet sich vor auf das zweite Kommen Jesu. Leider ist es so, dass die Masse der Christenheit zu viel nur von dem ersten Kommen Jesu spricht und fast nichts von der Wiederkunft. Genauso wie es damals war, als die Zeit erfüllt war. Wir wissen aufgrund der Weissagung, die Jesus gegeben hat, die seine Apostel und auch die Propheten verkündigt haben, dass wir in den letzten Tagen des Menschheitsgeschlechtes leben. Wir können an den Zeichen der Zeit erkennen, wie die Weissagung, die Jesus bezüglich seiner Wiederkunft gegeben hat, sich erfüllen. Bald wird der frohe Tag seiner Erscheinung kommen. Aber auch diese Wanderung der Weißen beweist, dass Jesus nicht im Dezember geboren wurde. Der Stern. Wann sieht man Sterne? Nachts oder am Tage? Nachts. Am Tage sieht man die Sonne. Manchmal für Stunden auch am Tag den Mond. Es ist möglich, dass man Mond und Sonne manchmal zur gleichen Zeit sieht. Nicht immer. Aber nicht Sterne. Da muss schon dunkel sein. Ja, wann wanderten und sind heute noch Leute nachts in Palästina unterwegs, wenn es heiß ist? Da vermeidet man die Wanderung am Tage. Und wenn dann die Sonne untergegangen war, wenn die Hitze des Tages gewichen war und es kühler wurde, dann wanderte man auch nachts. Aber in der Regenzeit niemals, weil es dann kalt ist an den Bergen Judäas. 750, 800 Meter hoch, braucht man heute mal in diese Höhlen zu gehen. Da wird ein ganz schöner Wind da pfeifen. Also nachts, in der Regenzeit, wanderte man nicht, sondern vorher. Und das war spätestens im September. So August oder September kann vielleicht Christus geboren sein. Und da hat man auch wieder so die Einstellung, das müsste eigentlich Dezember gewesen sein. Ich habe einmal in einer Gemeinde im Oktober das Lied singen lassen, Stille Nacht, Heilige Nacht. Ja, da haben sich manche angeguckt und das Buch wieder angesehen. Ja, stand drin, Stille Nacht, Heilige Nacht. Warum war es? Ich hatte die Empfindung, das kann man nur im Dezember singen. Ich habe ihm dann erklärt, die geweihte Nacht, die Heilige Nacht war vorher, vor Oktober wahrscheinlich schon. Aber wir sehen, wie menschliche Meinungen und menschliche Sitten die Einstellung der Menschen formen. Wir können eigentlich während des ganzen Jahres singen, Stille Nacht, Heilige Nacht. Die Nacht, in der Jesus geboren wurde, als der Engel zu den Hirten kam,
als die Weisen aus dem Morgenlande nach dem neugeborenen König der Juden fragten, die war wirklich eine geweihte Nacht und war die geweihte Nacht, in der der Heiland der Welt geboren wurde. Wenden wir uns einer anderen Gruppe zu, von der wir in Lukas 2 lesen. Wir sehen, es gab so verschiedene Menschen, die da warteten. Geschwister, das ist wichtig für uns, zu warten und in diesem Warten nicht einzuschlafen. Wir werden dann noch darauf Bezug nehmen, auf die große Gefahr des Schläfrigwerdens. Lukas 2, Vers 25. Und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem mit Namen Simeon. Und derselbe Mensch war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Menschen, die da forschten, wie die Weisen aus dem Morgenlande. Menschen, die in ihrer Einfachheit aufgeschlossen waren für die Botschaft des Engels vom Himmel. Hier war ein anderer Simeon, gottesfürchtig, er war fromm und wartete auf den Trost Israels. Er wartete auf den verheißenen Messias, auf den Erlöser Jesus Christus. Und was befähigte ihn, auf den Trost Israels zu warten? Der Heilige Geist war in ihm. Geschwister, wenn wir auf den Trost Israels recht warten wollen, recht zubereitet sein wollen auf das zweite Kommen Jesu, dann muss der Heilige Geist in uns sein. Nicht menschliche Meinung, Heiliger Geist. Und ihm war eine Antwort geworden von dem Heiligen Geist. Er sollte den Tod nicht sehen. Er hätte denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Simeon lebte ein solch enges geistiges Leben mit Gott, dass der Heilige Geist ihm eine Antwort geben sollte: Du wirst nicht sterben. Du habest denn den Erlöser Israels, den Christus des Herrn, gesehen. Und ein drittes Mal wird in Verbindung mit Simeon von dem Heiligen Geist gesprochen, Vers 27. Und er kam aus Anregen des Geistes in den Tempel. Es wird gesagt, der Heilige Geist war in Simeon. Eine Antwort wurde ihm von dem Heiligen Geist gegeben. Und aus Anregen des Geistes kam er in den Tempel. Geschwister, aus Anregen des Geistes Gottes sind wir heute hier. Es ist nicht unser Wissen, unser Können. Wenn der Geist Gottes uns nicht erleuchtet hätte, wenn der Geist Gottes uns nicht treiben würde, wären wir heute nicht hier, sondern würden unter der Masse der anderen Menschen sein. Und da die Eltern das Kind Jesu in den Tempel brachten, dass sie für ihn täten, wie man pflegt, nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässest du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. War das nicht wunderbar? Ausgerechnet in der Stunde, in der Josef und Maria mit dem neugeborenen Erlöser im Tempel waren, da kam auch Simeon aus Anregen des Geistes in den Tempel. Der sagte, dass er ein Licht ist zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Geistgesalbte Worte spricht er von Christus. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich des, dass von ihm geredet war. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser wird gesetzt zu einem Fall und auferstehen vielen Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Damals war es so und heute genauso. Jesus ist gesetzt zu einem Fall und auferstehen vielen Israel. Jesus ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Und dann ein besonderes Wort für Maria: Und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen, auf das viele Herzen Gedanken offenbar werden. Aber nicht nur der Simeon war im Tempel.
da spricht es von einer Prophetin, von Hanna, eine Tochter Phanuels, vom Geschlecht Asser, die war wohlbetagt und hatte gelebt 7 Jahre mit ihrem Mann nach ihrer Jungfrauschaft und war nun eine Witwe bei 84 Jahren. Die kam nimmer vom Tempel, diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Wir sehen, dass aus der Gruppe derer, die auf den Trost Israels warteten, die durch den Heiligen Geist zubereitet waren für das große Ereignis der Geburt des Erlösers, Simeon und Hanna außer den Hirten und den Weisen aus dem Morgenlande besonders hervorgehoben werden. Von Hanna wird gesagt, dass sie nimmer mehr vom Tempel kam. Sie war sehr alt und sie lebte der göttlichen Botschaft. Sie lebte der Zubereitung für das Reich Gottes, diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries den Herrn. Der Heilige Geist trieb auch sie, zum Preise Jesu etwas zu sagen, redete von ihm zu allen, die der auf die Erlösung zu Jerusalem warteten. Simeon als einer, der auf den Trost Israels wartete, Hanna als Vertreterin der Gruppe, die auf die Erlösung zu Jerusalem warteten. Es gab also doch Gläubige, die da warteten, die vom Heiligen Geist erleuchtet waren. Genauso ist es heute. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber die Aufrichtigen werden durch den Heiligen Geist erleuchtet. Sie erlangen die Erkenntnis der Wahrheit und der Herr wird zu einer Herde unter einem Hirten all diejenigen sammeln, die aufrichtigen Herzens sind. Und da sie es alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder nach Galiläa zu ihrer Stadt Nazareth. Aber das Kind wuchs und war stark im Geist, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Nun, wir wissen, dass nach dem Evangelium Jesus nicht nur einmal auf diese Erde kam, um zu leiden. Seine Tätigkeit als Messias schien ja äußerlich ein vollkommener Fehlschlag zu sein. Menschlich gesehen war der Abschluss seiner Lehrtätigkeit ein Zusammenbruch seines Werkes. Er starb am Kreuz als Gotteslästerer, als Verbrecher zum Tode verurteilt. Man spottete über ihn, man schlug ihn. Und selbst diejenigen, die jahrelang mit ihm gewandelt waren, die flohen in der Stunde der Gefahr, sie wichen, und es waren nur wenige, wie zum Beispiel der heidnische Hauptmann, der angesichts des Sterbens Jesu, berührt von dieser Kraft des göttlichen Lebens, sagte, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen, ein Heide. Die Überlieferung sagt, dass es wahrscheinlich ein Germane gewesen ist, ein Hauptmann der germanischen Legion, die ja unter den Römern auch in Palästina dienten. Und so wissen wir, dass die Bibel auch von dem zweiten Kommen spricht. Schien der Tod Jesu ein Fehlschlag zu sein. So wissen wir doch aufgrund der Heiligen Schrift, dass die Stunde der Niederlage des scheinbaren Misslingens des Planes Jesu, der scheinbaren Niederlage, die Geburtsstunde der Erlösung der Menschheit war. Jesus gab sein Leben zur Rettung und Erlösung der Menschen. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus wiederkommt. Er selbst hat es verheißen. Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen. Er hat oftmals gesagt, dass er in der Herrlichkeit seines Vaters, in der Herrlichkeit seiner Engel und seiner eigenen Herrlichkeit wiederkommen wird, nicht um zu leiden, sondern als König der Könige, als Herr der Herren, um zu herrschen und sein Reich aufzurichten.
Petrus schreibt in seinem zweiten Briefe, im dritten Kapitel, Verse 11 und 12, sondern das alles soll zergehen. Wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen, dass ihr wartet und eilet zu der Zukunft des Tages des Herrn, an welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Der Apostel weist darauf hin, dass das alles, Himmel und Erde, mit großem Krachen zergehen werden. Die Elemente werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Vor Jahrzehnten noch haben die Menschen gelacht und gesagt, das ist ja unmöglich. Erde verbrennen, die Steine, ist ja unmöglich. Heute sagt das kein Mensch mehr, der etwas Anspruch auf Wissen und Bildung erhebt. Die Wissenschaftler beweisen uns, dass bei so und so viel 1000 Grad Hitze die Steine schmelzen, alles zergehen wird. Nun, Petrus hatte nicht Atomwissenschaft vor 1900 Jahren studiert, davon hatte er keine Ahnung. Aber der Heilige Geist hat ihn das niederschreiben lassen. Himmel und Erde werden zergehen mit großem Krachen. Und da sagt der Apostel, wenn nun das alles zergehen soll, wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen? Wir müssen sagen, der Simeon, von dem gesagt wird, dass der Heilige Geist in ihm war, dass der Heilige Geist ihm eine Antwort gab, dass er auf Anregen des Heiligen Geistes handelte und zum Tempel geführt wurde. Und auch die Hanna, die Tag und Nacht betete und fastete, nimmer vom Tempel wich, dass diese Menschen waren mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen. Und da sagt der Apostel, das alles wird zergehen. Denkt an eure Heiligung, dass ihr wartet und eilet zu der Zukunft des Tages des Herrn. Das scheint sich zu widersprechen. Warten und eilen. Wenn man wartet, dann eilt man nicht. Und wenn man eilt, dann wartet man nicht. Geht ja eigentlich nicht. Nun, wie ist es denn mit dem Warten heute? Die heutigen Menschen, die können kaum warten. Nicht mehr so wie früher, da haben die Menschen Zeit gehabt. Wenn da die Tagesarbeit zu Ende war, dann war eben zu Ende, dann war Feierabend, die gibt es ja heute. Für viele Menschen geht es abends erst richtig los. Für viele Menschen ist die Nacht der richtige Tag. Und die werden dann abends munter, wenn es dunkel wird. Und früh, wenn es hell wird, dann sind die wieder müde. Das ist eine verdrehte Welt, eine verkehrte Welt. Aber es ist auch für Gläubige eine Gefahr. Sagt es nicht in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, dass sie schläfrig wurden? Und wie viele wurden schläfrig? Alle. Darum hat der Apostel recht, dass ihr wartet und eilet. Manchen ist das Warten auf die Wiederkunft Christi viel zu lange schon geworden. Die eilen nicht mehr, haben es aufgegeben. Ich kenne manchen, die im Laufe der Jahrzehnte müde geworden sind. Und doch sehen wir, wie sich die Weissagungen erfüllen, wie das Werk Gottes mit großer Macht voranschreitet, wie die Aufrichtigen alle gesammelt werden. Die Geburt Jesu, das Wirken des Heiligen Geistes in der Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft ist ein Beweis für die Wahrheit des Evangeliumswortes in Johannes 3,16. Es ist der sogenannte goldene Text. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott gab. Weihnachten ist eine Zeit, da schenken die Leute. Da werden viele Gaben gegeben. Manche geben so viel, dass sie in Schulden kommen, dass sie dann gar nichts mehr haben. Ist ja oftmals so. Und es wird uns auch empfohlen, dass wir nicht nur an uns denken sollen, dass wir an die Verkündigung des Evangeliums denken, an die Rettung von Menschen. Aber Gott hat die größte Gabe in der Dahingabe seines Sohnes den Menschen gegeben. Er gab seinen eingeborenen Sohn, zu welchem Zweck? Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden.
eine Einschränkung, die an ihn glauben. Nur die an ihn glauben sollen nicht und werden nicht verloren gehen, sondern was werden sie empfangen? Das ewige Leben haben. Die Gabe Gottes in der Hingabe seines Sohnes als ein Beweis einer großen Liebe, die wir als Menschen gar nicht recht fassen können. Die Gabe der großen Liebe Gottes für eine Welt, die in ihrer Mehrheit gottfeindlich ist. Eine Welt des Hasses. Denken wir nur an die Ereignisse im Kongo. Das sind nicht Geschehnisse, die im Altertum, im dunklen Mittelalter geschehen sind, sondern 1964. Die Rebellen haben 20.000 Menschen getötet, manche Menschen geschlachtet. Sie haben, wie aus Berichten zu sehen ist, Menschen lebendigen Leibes die Nieren aus dem Leibe geschnitten. Sie haben Gefangenen lebendig das Herz aus dem Körper getrennt, das Herz gegessen. Sie haben Menschen geschlachtet und gegessen und was sie nicht essen konnten, an andere verkauft. Sie haben Menschen mit Drähten aneinander gebunden und den Krokodilen im Fluss vorgeworfen. 1964, nicht etwa vor 2000, vor 1000, vor 3000 Jahren. Eine Welt des Hasses, des Rassenhasses. Und da sehen wir, wie notwendig die Botschaft der Liebe Gottes ist. Des Evangeliums, der frohen Botschaft der Erlösung. Was sagt der Apostel? Dass ihr wartet und eilet auf die Zukunft des Tages des Herrn, an welchem die Himmel und vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Wir leben in einer Welt, auf einer Erde, auf der Gerechtigkeit nicht zu erwarten ist. Wir leben in einer Welt, die von der Finsternis satanischen Hasses erfüllt ist, in welcher auch für die Kinder Gottes, ja selbst für die Auserwählten, große Gefahren bestehen, dass sie durch Irrlehrer, wie es in den Tagen des Apostels Paulus der Fall war, irregeführt werden. Darum die große Warnung unseres Heilandes, wenn jemand sagt, siehe, hier ist Christus oder da, so glaubt ihr nicht. Es werden viel falsche Propheten sich erheben, falsche Christi, falsche Apostel, falsche Lehrer, die mit der Bibel falsche Lehren verkündigen. Und da wollen wir doch unserem himmlischen Vater danken, unserem Erlöser, dass er durch den Heiligen Geist uns die Erleuchtung geschenkt hat, dass wir willig geworden sind, uns ihm zu übergeben. Aber eines ist Voraussetzung, dass wir geschickt sind mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir durch die Macht seines Wortes unter der Leitung seines Heiligen Geistes umgewandelt werden zu heiligen Menschen, die vorbereitet sind, Jesus Christus in den Wolken des Himmels zu begegnen.